Wie war der Kuchen? Also, strikte Regel, wer Geburtstag hat, muss Kuchen backen oder kaufen. Mhm. Sonst gibt's Ärger. Und der Herr Pollock hatte Geburtstag letzte Woche und ich hatte es versäumt, Kuchen zu kaufen. Und dann wurde er stark gestraft. Mhm. Haben wir das Video schon gesehen? Irgendwo im Darknet. Ja. Und er ist bestochen. Also er ist heute den Kuchen mit. Mhm. Hier bin ich eigentlich sehr wenig im Grunde. Ich bin eigentlich fast nie hier. Mhm. Wenn wir zwei Praktikanten haben, dann sitzen die beiden da und dann sitzt der Frederik hier. Und darf hier arbeiten. Hier empfange ich wohl regelmäßig Leute. Mhm. Immer so zum Arbeiten bin ich eigentlich, wenn wir um 5 Uhr kommen, von 7 bis 9 hier. Und sonst nicht, sonst bin ich in diesen Meetings, Versammlungen und. Wie viele Gespräche finden denn so auf dem Flur statt? Also ist ja eigentlich, glaube ich, immer das Nicht-Meeting, wo gerade die Sachen besprochen werden. Also noch persönlicher Ebene. Viel zwischen den Kollegen. Fast nichts mit Lobbyisten, das findet alles hier statt. Ich gehe auch grundsätzlich nie zu Veranstaltungen, die von Verbänden organisiert werden. Also so eine Cocktails- oder Abendveranstaltung gehe ich nie hin. Wenn jemand was möchte, der kann hier hinkommen. Punkt. Und so, ich bin auch kein Cocktail-Smalltalker. Mag ich nicht, kann ich nicht und interessiert mich auch nicht. Bin ich lieber zu Hause mit meinen Kindern. Ja, klar. Finde ich gut. Es ist ja viel diese Sachen, wenn ich jetzt von Alger, also von unserem Verein, dann höre, was die dann auch in Brüssel hier machen, eingeladen und da, dann kommen natürlich auch immer Gäste und dann ja, gibt es halt auch immer so, ja, heute Abend müssen wir alles schön machen, dann kommen Gäste und dann haben wir hier Willkommenstalk und so. Ja, da ist dann halt schon immer eine Intention dabei. Finde ich dann auch in gewisser Weise gut, dass man versucht, die Jugend immer einzubringen. Aber ob das dann die richtige Weise ist, weiß ich auch nicht. Und man weiß halt, ich meine, das sagen Pharma-Referenten genauso wie andere Lobbyisten oder, also meine Eltern sind Ärzte und die sagen auch, man fährt irgendwo hin, man hat den Kongress, der ist so ein bisschen Nebensache. Dann geht man zusammen essen, Cocktail trinken und dann passiert eigentlich Networking. Das Networking, ja. Was ja auch wertvoll ist, irgendwie. Aber. Ja, aber du brauchst dennoch eine gewisse Distanz zu diesen Leuten, die dich networken möchten. Wenn es halt dein eigenes Geld ist, dann finde ich das okay. Also ja. Dann sage ich, okay, finde ich nett, das mache ich, aber ich merke das schon auf kleiner Ebene bei uns. Dann hat man mit jemandem was getrunken und dann sagt er, ja, du willst da gewählt werden, ich wähle dich, weil ich mag dich und keine Ahnung, du mochtest meinen Schnaps. Dann denkst du, ja, hast du dir angeguckt, was ich machen will? Nö, ist mir egal. Ja. Wenn das dann, bei uns spielt das wenig eine Rolle, aber wenn dann hier jemand sagt, jo Pascal, weißt du noch damals, der Bierabend, der war toll, ich wähle dich und ich sage allen, dass sie dich wählen sollen. Ist dann natürlich schön, dass du gewählt wirst, aber will man dafür gewählt werden? Das ist natürlich eine Gratwanderung. Ich meine, es ist auch schlecht, wenn du dich nirgendwo blicken lässt, glaube ich. Aber hier brauchst du dich nicht blicken lassen, glaube ich. Das muss nicht zu deinem Job gehören. Nein, aber ich sage jetzt mal, wenn man sich komplett den Leuten verschließt, wenn die natürlich näher kommen, aber ich sage jetzt mal, irgendwo geht es ja nicht ohne einen gewissen Lobbyismus, glaube ich. Das finde ich auch grundsätzlich gar nicht verkehrt. Ich glaube, wenn man das so macht, wie du und sagst, die müssen zu mir kommen, damit sie auch hier registriert sind, weil hier ist es ist transparent verpflichtet. Wenn die natürlich abends irgendwo hier hingehen, Restaurant oder andere Etablissements oder was auch immer, und je nachdem, wer bezahlt, da ist natürlich noch was ganz anderes. Ne? Ich esse immer hier in Kantine mit den Mitarbeitern. Das ist auch für mich sakrosankt, dass ich esse. Also ich werde zum Tier, wenn ich mittags nichts esse. Heute könnte es passieren, dass ich zum Tier werde, wenn ich kein Sandwich kriege. Soll ich dir was aufbewahren von der Ich komme aber noch dahin vielleicht. Aber gut, das ist dann. Normalerweise gehen wir immer hier in Kantine essen. Mhm. Ab und zu, wenn ich jetzt mit einem Kollegen oder so
Aber ganz selten. Eigentlich nie auswärts. Ich arbeite in Brüssel, kriege von dieser Stadt aber rein gar nichts mit. Mhm. Ich kriege den Parkplatz mit hier unterm Haus. Hier die diese Büros, die Versammlungsräume, abends wieder aus Parkplatz raus. Und also ich habe Tage, wo ich keine frische Luft geatmet habe. Kann man nicht erst mehr aufmachen? Ja, ich glaube wohl. Wasser, ja, viele Gebäude, wo man es nicht kann. Und oder nur so leicht. Ja. Ich habe eine Zeit lang im Krankenhaus gearbeitet, meine Mutter jahrelang. Mhm. Und nach 2 Wochen dachte ich schon so, ich bin froh, dass ich jetzt hier fertig mit meiner Arbeit bin, weil den ganzen Tag Klimaanlage von morgens bis abends. Das habe ich und habe abends immer. Man kommt abends raus und denkt so, boah, 35 Grad, heute, ich habe gar nichts mitbekommen. Mhm. Und man merkt das auch, wenn man dann laufen geht zum Beispiel, dann merkt man irgendwie nur so trockene, stickige Luft. Aber naja, das Rausgehen ist schon ein Luxus. Irgendwie krieg ich es nicht hin hier. Auch in Straßburg diese Woche, wenn wir nach Straßburg fahren. Mhm. Wir kriegen von Straßburg mittwochs abends ein bisschen mit, weil wir dann beschließen, so jetzt gehen wir mal zusammen was essen in der Stadt. Und sonst nix. Also, Parlament rein, Parlament raus, Hotel fertig und schlafen. Ja. Kann man sich das vorstellen, diese Hotels sind wirklich vorgebucht, ihr habt die Infos und... Das ist der Kalender, was in Rot ist, ist Straßburg. Okay. Das kriegen wir ein Dreivierteljahr vorher und können dann dementsprechend den Hotels das zuschicken und quasi buchen. Mhm. Und es ist so, dass in Straßburg die Hotels den Preis auch ändern, wenn es Rot ist. In Straßburg. Du wirst wahrscheinlich nach oben gehen. Ja, ja, wir schlafen auch deshalb in Kiel, auf deutscher Seite, wo die Preise nicht ändern. Kleine Pensionen, wo alles sehr schön gemütlich und nett ist. Gutes Frühstück. Gutes Verhältnis wahrscheinlich schon, so dieselben wahrscheinlich. Oder? Immer dieselben, immer nette Leute. Ja, und in Straßburg selbst sind die Hotelpreisanzeigen auch digital. Wir sind immer umkleben müssen. Umschreiben müssen. Verbraucherschutz. Man kennt Straßburg auch. Ich war ja einmal in Straßburg, und so ein kleines, nettes Städtchen, aber es kommt einem auch so vor, da ist das Parlament. Damit machen die alle Kohle, wie sie wollen, und es richtet sich danach. So kam es mir jedenfalls ein bisschen vor. Mhm. Warst du da nochmal drum rum? Nee, die Stadt hat mir gereicht und es ist halt einfach, es ist ganz sicher kein Deutschland, es ist auch ganz sicher kein Frankreich, und das ist sehr witzig zu sehen, dass es halt einfach keins von beiden wirklich sein will oder ist. Es ist wohl mittlerweile mehr französisch als in irgendeiner Weise deutsch. Das schon, aber es ist auch nicht wie Frankreich, also nee. Man sieht es schon. Aber es ist ein schönes Städtchen. Man sieht es, aber man spürt nichts Deutsches mehr, ja, finde ich. Du siehst zwar, also die Architektur ist ja noch wie der Schwarzwald ist, aber wenn du denn tatsächlich da in den Restaurants oder in den Straßen bist, also ich merke da sehr wenig Deutsches, bin auch relativ viel in Deutschland unterwegs und finde, das hat sich wirklich komplett so eingefranzösischt. Schade. Ja, das müssen wir ausschneiden. Ja, den irgendwo drauf haben. Ja, ja. Wir müssen immer klatschen, wenn wir das machen. Müssen wir jetzt aus oder sind wir jetzt an? Wir waren die ganze Zeit an. Ach so. Aber irgendwo müssen wir immer einen ganz klaren Peak haben, dass auf allen Mikrofonen zu hören ist, dass wir synchron sind. Und das geht so die Filmklappe. Das ist, ja, ja. Mit dem Klatschen hat man auf jeder Tonspur wirklich einen ganz klaren Ausraster, und dann kann man die Spuren angleichen, weil mit 2 Kameras kriegen wir sonst nicht hin. Ja. Ja, wie lange ist so ein Tag so im Schnitt? Also ich versuche um 7 zu Hause zu sein, weil wir dann zu Hause essen. Und wie jetzt an 2 Abenden bin ich dann um 7:45 wieder weg bis 12. Also geht der Tag jetzt 2-mal von 5 bis Mitternacht. Durchschnittstage sind von, ja, ich denke mal ab, wann ich losfahre, aber also vor 7, vor 6:30 bin ich eigentlich nie zu Hause und habe 2 bis 3 Mal abends auch noch was. Wochenende relativ frei, mhm. Bis auf das klassisch gesellschaftliche, aber ich halte mir das Wochenende relativ frei, um das
das auch meinen Kindern und so reservieren. Die sind 3 und 5. Dementsprechend möchte ich auch sehr viel. Also die Zeit, die mir übrig bleibt, ich habe auch keine Hobbys mehr, nur noch Kinder. Da rein investieren. Jetzt fangen meine Kinder an, Hobbys zu haben, also habe ich deren Hobbys mit. Mhm. Und hoffe, dass mein Sohn hat keine linke Klebe wie ich, sondern als Rechtsfuß. Wofür ich ihn aber nicht bestrafe. Ich habe keine Ahnung, wie hoch leise das gesteuert sein muss. Ach so. Also der Ton. Der nimmt was auf, das reicht, oder? Ja. Hat genug. Gibt es so eine Anekdote, die du hier mit dem Europaparlament so verbindest, wo du sagst, die muss man einfach mal erzählt haben? Oder die so dein. Das, also eines der lustigen Dinge, die ich hier erlebt habe, war, als ich hier Assistent war, vor 15 Jahren, haben sich mal ein Bus mit 40 Nonnen angekündigt, die ich hier durchs Parlament führen musste. Der junge Arimo mit 40 Nonnen war ein lustiges Bild, was zu sehr lustigen Szenen innerhalb des Hauses geführt hat. Und dann haben die mir auch einen Brief geschrieben, das waren Les Sœurs de l'Assomption, also die Schwestern quasi der Himmelfahrt, wo sie sich dann beim Herrn Grosch sehr bedankt haben und bei dem sehr netten jungen Assistenten, der sie da der Rede und Antwort gestanden hat. Und den Brief habe ich noch. Wenn ich mal irgendwann oben anklopfe und man lässt mich nicht rein, dann habe ich den Brief des Sœurs de l'Assomption quasi als Empfehlung schreiben. Und das Erstaunliche war, das waren höchst gebildete Damen, die mehr über Europa wussten als so mancher Gebildete, der nicht im Kloster wohnt. Also die wussten ganz genau, was hier passiert, und die wussten ganz genau über die Aktualität Bescheid, und die haben sehr präzise Fragen gestellt. Die konnten sich einlesen, die haben ja Zeit. Das weiß ich nicht, ob man im Kloster Zeit hat. Zumindest würde ich das heute so sagen, denn manchmal fehlt einem die Zeit und die Möglichkeit, sich wirklich in diese Themen einzulesen. Wir waren ja erstaunt, wie viele Informationen zugänglich sind zu den Ausschüssen und so weiter. Aber dass man, was man an Zeit braucht, und auch das zu suchen, vielleicht diese Anekdote von St. Vith, hat diese Frage gestellt. Herr Juncker sagt ja, ob das seine Büchsenspanner waren, er würde mir ja was mit Widmung schicken. Er hat bis heute nichts geschickt. Seine Büchsenspanner haben mir dann eine Mail geschickt mit einem Link, wo ich ein Dokument dann anfordern kann. Mhm. Aber ich wusste nicht, welches Dokument ich anfordern kann. Aber ich musste das angeben, welches ich anfordern darf. Aber ich konnte auch nicht auf die Mail antworten, weil das eine No-Reply-Adresse war. Und ich sage mal, was das Zeit gekostet hat. Ich habe das tatsächlich erstmal aufgegeben, weil es mir tatsächlich zu blöd war, weil ich nicht mehr wusste, wie kann ich jetzt nachfragen, ohne diesen ganzen Fall von vorne nochmal aufzurollen. Ja. Und ich glaube, dass auch ein Problem dessen ist, dass es zu wenig einfach oder einfacher aufbereitet wird. Und auch verständlich. Ja. Vielleicht auch quer verlinkt. Ja, aber wenn du bei Google irgendwas Europäisches eingibst, fällst du meistens, in den allermeisten Fällen, auf die Seiten der Kommission, die mittlerweile auch damit anfangen, die Themenblöcke in verständlicher Sprache zu erklären mit den Rechtstexten. Und ich mache das selbst oft, Thema ein, Google, und dann komme ich auf die ec.europa.irgendwas Seite, und da gibt es dann diese Factsheets, und das wird dann oft ganz gut erklärt. Wir arbeiten auch viel mit Zusammenfassungen von gewissen Instituten, die das ganz gut machen. Aber das ist das eigentlich das Schwierigste an meinem Job. Ich bin in 3 Ausschüssen, das ist ein Fünftel von den Ausschüssen, die es hier gibt. Von den 3 Ausschüssen bin ich relativ verstärkt aktiv in dem Regionalausschuss und in dem Verbraucherschutzausschuss. Da bist du eigentlich auch, wenn du Berichterstatter wärst, auf diesen Bereich auch eigentlich nur spezialisiert. Wenn du Berichterstatter bist, bist du verantwortlich für alles, was in diesem Text zu stehen hat, und musst sämtliche Verhandlungen führen, musst sämtliche sogenannten Stakeholder, also die Interessenvertreter in dieser Art treffen, und dann bist du das ist richtig viel Arbeit. Und
Das heißt, du bist immer nur, du kriegst immer nur einen Teil dessen mit, was hier tagtäglich abgestimmt bzw. bearbeitet wird. Und die Kunst besteht darin, dass du über das andere auch eher passiv informiert wirst und dann aktiv dich selbst informierst, wenn es darum geht, darüber abzustimmen. Das sind Prozesse, da muss man aber erstmal sich selbst finden, wie man das am besten macht. Aber die Fülle der Dokumente, die hier bearbeitet werden, ist enorm und du kriegst nur so einen Teil im Detail mit. Wichtig ist, dass du in all diesen Versammlungen teilnimmst, wo das besprochen wird und man es dir erklärt. Ihr habt eben eine Abstimmung mitbekommen, habt gestaunt, dass das so schnell geht. Das ist aber von langer Hand vorbereitet und all diese Plus, Minus oder Schrägstrich sind ja in 15 Meetings vorher besprochen, erklärt und diskutiert. Und wenn du in der Sitzung abstimmst, weißt du natürlich nicht in dem Moment, worüber du gerade abstimmst. Da steht eine Artikelnummer, da steht Plus, Minus, Schrägstrich und du machst das dann entweder wie deine Fraktion dir vorschlägt oder wie du selbst ausgearbeitet hast. Und dementsprechend stimmst du ab und am Ende des Prozesses kommt der Text zustande, wie er dann abgestimmt wird. Eigentlich schon die Vorbereitung so zur Zusammenfassung. Hier ist das ja länger, also man hat auch was länger. Ich kenne das selber nur, dass man praktisch das Ding hat und dann eine Stunde später wird schon die Zusammenfassung gegeben. Und wenn die Person nicht wirklich gut ist, wenn die Person nicht wirklich gut die Zusammenfassung machen kann, dann kann die alles ändern. Also man hat ja keine Zeit, in 3 Orten gleichzeitig zu sein oder hier in 15. Ja. Und dann gibt jemand eine Zusammenfassung und lässt einfach was weg. Und dann ändert das die komplette Abstimmung. Und du hast, nicht nur dich, sondern du hast ja auch Mitarbeiter, die diese Texte versuchen zu lesen. Nicht versuchen, sondern sie lesen und sie analysieren. Und du hast dazu jedes einzelne andere Kollegenbüro, was das macht. Und du hast von der Partei, auch von der Fraktion, Personal, das diese Dinge mitliest und Informationen gibt. Und das alles führt dazu, dass du am Ende des Tages eine Abstimmung machst, wo du danach im Groben sagen kannst, wie du abgestimmt hast. Das ist aber dann Ausschussniveau. Das Ganze geht ja dann nochmal in die Plenarsitzung, wo dann nochmal abgestimmt wird. Und da machen wir effektiv die Übung, diese Texte, die in Plenarsitzung kommen, jede einzelne Abstimmung selbst zu kontrollieren. Weil ich in gewissen Dingen anders denke als die Fraktion und mir die Freiheit da nehme, auch anders abzustimmen. Wie oft sind die Plenarsitzungen? Einmal im Monat, also 12-mal im Jahr. Einmal im Monat? Ja. Dauern? Eine Woche. Tag. Die ganze Woche? Eine ganze Woche und dann wird mittags abgestimmt. Und dann findet die Debatte zu diesen Dingen statt und das ist ein Vorwurf, den man oft hört. Wenn ich so gefilmt werde, wenn ich da spreche, kommt dann immer wieder der Vorwurf, ja, wo sind denn die Leute? Schlafen die oder was? Oder ist da keiner? Ist das so ein Haufen? Teuer bezahlt, um nicht zu arbeiten. Ausrufezeichen. Aber wenn man dann mal da war, versteht man auch, oder wenn man ja hier war, wie ein Parlament an sich funktioniert, wenn man in der Plenarwoche dorthin geht und nicht mittags da ist. Mittags, wenn abgestimmt wird, sind alle da. Es sind 700 Leute da, also es fehlen meistens so 50 aus irgendwelchen Gründen. Aber wenn es dann vorher oder nachher über die Akten, die da abgestimmt werden, nochmal die Debatte gibt, sind tatsächlich nur im Plenarsaal die 50, 60 Personen, die Berichterstatter sind, Schattenberichterstatter und die dazu was zu sagen haben. Alle anderen nicht. Man kann sich ja alle anderen sind dann in anderen Meetings. Ich kann euch mal meine Agenda von Straßburg zeigen. Da habe ich von morgens 9 bis abends 8 10 Meetings, wo ich Dinge bespreche, um das, was ich in Brüssel hier mache, auch weiterzuführen. Und dementsprechend sitzt man dann nicht in diesen Debatten zu den Themen, wo man nicht spricht oder nicht involviert war. In den Dingen, wo man involviert ist, da sitzt man dann, da sitzen wir zu 60. Die führen die Debatte und dann gibt es noch kurz vor oder nach den Abstimmungen die Generaldebatten zu allgemeinen Themen. Da sitzen dann schon ganz viele, aber sobald es dann in diese einzelnen abzustimmenden Akten geht, sitzen 60 bis 70 Leute da. Wird dann wirklich noch viel Meinung geändert? Nee, gar nicht. Weil nicht. Dann ist ja das ist eigentlich eine Proforma-Debatte. Ja. Du führst eigentlich eine Debatte, um
ja eigentlich das zu sagen, wie deine Sicht in der Sachfrage ist. Ist das dann auch so einfach um das Prinzip der Demokratie, ja, dann genau, da auch, dass jeder zuhören könnte, wenn er es möchte? Es dient auch dazu, Meinungsbildung nach außen zu generieren, dass der sich diese Debatte anschaut, auch versteht, warum diese Fraktion so abstimmt und diese Fraktion so abstimmt. Aber im Europäischen Parlament ist es so, dass es keine Opposition Mehrheitsdebatten gibt, wie in einem normalen Parlament. So, die stellen die Regierung, die reden so, und die sind der Opposition, die reden so, und das immer, um vielleicht dieses Verhältnis aufrechtzuerhalten. Hier gibt es keine Opposition und keine Mehrheit, also sind die Debatten meist sachbezogen. Sachbezogen in dem Sinne, dass ich als Christlich-Sozialer in dieser Sachfrage diese Meinung vertrete. Aber ich muss meine Mehrheiten immer mit anderen finden. Deswegen gibt es hier keine Exklusiven. Also in Sachfragen macht man eine Mehrheit mit den Sozialisten, in anderen mit den Liberalen, mit den Konservativen. Also das ist schon interessant. Und man muss für jede Akte eine neue Mehrheit finden. Die ist immer sachbezogen. Und das ist schon interessant. Also auch finde ich sehr demokratisch im Endeffekt. Ja, es wird ja auch bemängelt, einfach die EU ist nicht demokratisch, und jetzt auch zum Beispiel mit Trump, das Electoral College ist nicht demokratisch, obwohl ich finde, Demokratie hat so viele Gesichter, ob man jetzt Leute wählt und die wählen dann, oder in Europa über Inlandsprodukt und Anzahl der Bewohner und wie auch immer man die Stimmenverteilung festlegt, es gibt irgendeine Regel. Wenn die Leute sagen, spiele ich mit, dann spielt man die Demokratie nach den Regeln. Finde ich okay. Es gibt natürlich Leute, die sagen, die Anzahl der Leute zählt, sonst nichts. Kann man auch nachspielen, aber ich glaube nicht, dass sie eben undemokratisch ist. Ne? Sie wird als undemokratisch wahrgenommen, weil es erstens weit weg scheint, wie auch selbst immer über das Parlament. Und der Rat ist in dem Sinne wenig demokratisch, obwohl das alles gewählte Vertreter sind, weil man keinen Zugang zu den Diskussionen dort hat. Das sind alles Punkte, die könnte man, also wenn man wollte. Also das Parlament ist demokratisch und der Rest so. Ja, ich finde, das Parlament ist noch das nach diesen Kriterien demokratischste, weil es direkt gewählt ist, alles transparent ist und man hier offen abstimmt. Frage, kennst du die European Citizens Initiative? Oder das Mittel? Ja. Das wird ziemlich diese Millionen. Ja, das Leute, ist so ziemlich das einzige Mittel, was man als Bürger hat, der Kommission was vorzubringen. Ja, wenn man halt 1 Million Unterschriften im Jahr kriegt, bekommt man, also dann muss die Kommission einen anhören. Ja, genau. Die muss ja damit nichts machen, die muss einen nur anhören. Und es gab, glaube ich, jetzt 61, 62 Stück oder so, seit es dieses Mittel gibt. Das Mittel ist ziemlich schlecht, würde ich sagen. Auch die Website ist ziemlich schlecht. Wir haben jetzt selber eine gestartet von Algerien und man sieht einfach, wie viele Probleme es damit gibt. Aber auch als Bürger etwas vorzubringen in der EU ist halt auch sehr schwer. Es gibt auch nicht irgendwie so eine Anlaufstelle, wo man sagt, hier mit 100.000 Unterschriften komme ich irgendwo hin. Hier den Ton direkt. Und wenn man jetzt zum Beispiel sieht, hier Avas oder Change.org oder sowas, ist so eine direktere Sache, wo man mit kleineren Unterschriftenmengen auch was bewegen kann. Aber bis die Kommission mich anhört, 1 Million Unterschrift ist nicht viel im Vergleich mit 550 Millionen, aber im Vergleich mit einem Jahr, das sind, glaube ich, 2.400 pro Minute, pro Stunde oder so. Also es sind Unmengen. Richtig viele. Ja. Da muss man richtig viel reinstecken. Es gibt auch Analysen, dass man so 100.000 Euro da reinstecken muss. Mhm. Und dann sagt man sich auch, ja, Gesetzvorhaben 100.000, dann kann ich auch gleich hier hingehen und einen Koffer Geld auf den Tisch stellen. So. So Geschichten. Da fände ich es auch schön, wenn es da bessere Möglichkeiten gäbe. Also Änderungsvorschläge vorzubringen. Ich meine, ich kann natürlich einen Brief dahin schicken. Was damit gemacht wird, weiß ich nicht. Aber auch wenn das Parlament jetzt alle, wenn jetzt alle sagen, hey, mach das mal, dann kann die Kommission sagen... Du hast ja gewählte Vertreter, die dein Sprachrohr sein können. Das ist ja mit der repräsentativen Demokratie, es gibt ja den Filter desjenigen, der dich vertritt. Was, wenn du jetzt sagst, okay, ich finde deine Idee toll, ich bringe das im Parlament vor, oder ich sehe den Herrn Juncker zufällig, ich bringe das vor,
dann ist das an ihm oder an den Kommissaren zu entscheiden. Ganz genau. Finde ich jetzt gut. Das dann gibt es mehrere Filter. Die man muss halt diese Person, man muss eine aus diesen Personen überzeugen, was auch okay ist, aber es sind so wenig Personen, die auch nochmal so viel zu tun haben, so abgeschirmt sind. Ich glaube, da könnte man schon noch was verbessern. Also ich hielt es vielleicht, wenn man mich die Verträge schreiben ließe, würde ich dem Parlament auch ein Initiativrecht geben, dass ich einen Vorschlag ausarbeiten und unterbreiten kann. Das fände ich, würde einem, das hat jedes Parlament außer wir. Das hat sogar das kleine Parlament in Eupen. Klein, nicht im Sinne von unwichtig, aber es ist halt eben von der Anzahl Menschen, die dort. Es sind 25 und aber das ist sogar da. Also man kann ja auch da Schritte einbauen, so dass Leute nur wenn Dreiviertel Mehrheit gibt oder zwei Drittel, dass man oder man sagt, die Bürger können jeden Monat Vorschläge einreichen und nur die zwei zum Beispiel in Belgien, wird zum Beispiel die Idee diskutiert, das ist keine neue Idee, aber dass man Parlamentarier nach Namen loszieht, um eben zu gewährleisten, dass sich keine politische Kaste festsetzt und verkrustet und nichts mehr durchdringt. Also von der Idee finde ich das nicht verkehrt, ich finde es aber ein schlechtes Zeugnis für diejenigen, die Politik machen, dass man überhaupt auf so eine Idee kommt. Was ist mit dem Altersschlüssel zum Beispiel? Es gibt ja eine Frauenquote in Belgien zum Beispiel, dass so und so viel Prozent Frauen auf der Liste sein müssen. Aber wo die auf der Liste stehen, ist auch egal. Nee, bei uns ist die ersten zwei Positionen musst du Mann-Frau besetzen. Okay. Der Rest kannst du frei bestimmen. Aber dann, ich bin sowieso nicht so ein großer Freund dieser Quotengeschichten, weil ich sage auch nicht, dass es, ich finde auch, dass es natürlich kommen sollte. Ja. Ich verstehe zwar, woher die Quoten kommen, aber so Alter zum Beispiel, es gibt eine Initiative vom European Youth Forum, Not Too Young to Run, und es gibt einfach viele Länder, wo man mit 18 sich nicht bewerben kann für eine Position, wo man zum Beispiel nicht Präsident werden kann, vielleicht aus guten Gründen, um Diktaturen abzuwenden, aber warum kann ich mit 18 nicht für alles in jedem Land einfach gewählt werden? Unparteiisch. Ja, ich kann halt nicht in jedem Land unparteiisch antreten, ich kann nicht in jedem Land überhaupt gewählt werden. Das fände ich ganz gut, wenn auch die Jugend die Chance bekommt, ob die dann gewählt wird. Ich werde jetzt keinen 18-Jährigen zum Parlamentspräsidenten wählen, weil auch Erfahrung natürlich wertvoll ist. Aber irgendwann bleibt das so nach 50 Jahren in Brüssel, hat man, glaube ich, nur noch diesen Blick. Hallo. Ja, möglich, ja. Aber ich finde, Demokratie über Parteien zu organisieren, nicht ganz verkehrt. Und es wird wahrscheinlich in dem Rückblick, man kritisiert im Moment sehr stark Parteien oder diese Struktur, wie doch Demokratie ins Parlament artikuliert wird. Ich glaube, man wird im Rückblick sagen, es war nicht ganz verkehrt, dass man es so gemacht hat. Würde ich auch nicht sagen. Weil das ist, wir leben und wir werden stürmischere Zeiten erleben, als wir sie bisher gekannt haben. Und dann wird man rückblickend sagen, die gute alte Zeit der Parteien. Da war Demokratie vielleicht nicht perfekt, aber es ist immer noch ein Hort, der vor wilden Dingen schützt. Dieter Nuhr hat einen Rückblick gemacht und hat am Ende was ganz Interessantes gesagt, wo ich ihm recht gebe. Und das war so, dass im Moment Politik in der Mitte zu machen, das eigentlich schwierigere ist. Ja. Und dass er sich wünscht, dass mehr Leute in der Mitte Politik machen, weil da die Vernunft ist. Und weil man da sich die Verpflichtung gibt, auch beide Seiten anzuhören. Und dass daraus eigentlich das entsteht, was für eine Demokratie wichtig ist. Und das ist natürlich das Wählerleben schwerer. Ja, genau. Du hast ja auch vor allem, so erlebe ich das, von vielen, die frustriert mich wieder austreten oder daraus berichten. Du bist an diesen Parteiklüngel praktisch gebunden, wenn du wirklich eigentlich ein bisschen mehr sein willst und das durchsetzen willst.
du musst irgendwie auf Listen kommen, gewählt zu werden. Zum Beispiel ins Europaparlament muss man halt einer Partei angehören. Man kann sich frei aufstellen. Ja. Das geht. Du musst eine gewisse Anzahl Unterschriften sammeln, dann kannst du machen, was du willst. Ja. Also das war vor einem Jahr, als ich das mal ein bisschen recherchiert habe. Je nach Land. Das heißt, müsste auswandern vielleicht. In England habe ich sowas erlebt. Also in Belgien kannst du, wenn du gewisse Anzahl Unterschriften sammelst. Aber der ist halt ein ganzes Jahr durch diesen Bezirk gefahren und hat halt Werbung gemacht und der braucht halt aus diesem Bezirk alle. Und da gibt es auch dieses nach Bezirk wählen, nach Listen wählen, nach so wählen. Mhm. Und ja, ich glaube, man würde zu weit von deinem Punkt abwandern. Nein, das einfach diese Thematik, sich eine Partei zu organisieren, sehr schwierig ist. Also wie gesagt, bin vorgestern zum zweiten Mal dabei getreten. Ich war mal eine Zeit beim Piraten. Aber die haben sich ins Klein-Klein begeben und ihre Kernkompetenzen überhaupt beraufen geschmissen. Bin jetzt bei der SPD, aber irgendwie eher als Kritiker und nicht so irgendwie, weil es die SPD ist. Mir graut schon praktisch davor, weil wenn man es macht, dann als jemand, das richtig macht oder durchzieht, voll Energie strotzt, habe ich immer das Gefühl, wenn ich mir dann nicht irgendwelche Parteispielchen mitmache, dann werde ich am Ende der sein, der von den, wie sagt man so schön, Eliten oder den Oberen dann natürlich ganz schnell auf das Gleis geschoben werden kann, weil es dann über diese klassische Hinterzimmerpolitik läuft. Und das ist halt dann auch extrem schade, weil sich das mittlerweile in vielen dieser Parteien schon so etabliert hat. Ja, genau, aber das ist egal, also du sprachst eben von Vereinen, gehen in Vereine, ist das genauso. Ja, klar. Gehen in Unternehmen, da ist es genauso. Das ist aber der Makel des, wenn zwei Menschen sich treffen, oder wenn drei sich treffen, dann reden die zwei über den einen. Das ist keine Eigenheit einer Partei, das ist eigentlich eine Eigenheit, wie man sich selbst organisiert. Und da wird auch eine Partei sich, um überleben zu können, sich neu definieren müssen. Wir sind zum Beispiel eine ganz kleine Partei, die größte zwar in dem Verein, in diesem Teil Belgiens, aber als Partei sind wir 1000 Mitglieder, also sind wir sehr klein, nicht zu vergleichen mit CDU und diesen großen Apparaten. Ja. Und dementsprechend ist bei uns Parteimitglied sein, ehrlich gesagt, ziemlich cool, weil du da eben nicht mit solchen Dingen kämpfen musst. Da haben wir zum Beispiel fast keine Hierarchie. Ich glaube, je mehr Hierarchie, je mehr Probleme es gibt, weil dann kann man nämlich über jemanden stehen. Dann kann nämlich genau dieses, ich bin da niemand, jetzt bin ich jemand und sich dann auch extra profilieren, obwohl man gar nicht den Inhalt hat und so. Ich muss auch in 2 Minuten los. Das finde ich, glaube ich, noch schlimmer als die Größe, und es ist immer schön, man kann ein bisschen, ne, den Leuten ein bisschen in den Arsch kriechen, das ist bis zu einem bestimmten Grad gut, aber dann auch irgendwann bringt dich aber nicht wirklich weit. Das war meine erste Erfahrung, als ich auf der Vollversammlung von AG war. Ich komme in diesen Saal rein, 800 Leute, und dann kommt jemand auf mich zu und meint so, und bist du hier, und guckt mich an und sieht so, kommst aus Aachen, für wen stimmst du denn als Präsident? Die da ist ja total die Bitch. Ist ja schön zu wissen, ist eigentlich eine Freundin von mir, außerdem habe ich gar kein Wahlrecht. Dann ist er sofort abgehauen, weil ich kein Wahlrecht hatte. Dann denke ich mir schon, wenn das schon bei uns so blöd abläuft, dass einfach Leute, so nach dem Motto, dich kenne ich noch nicht. Aber eine Partei ist eigentlich nur das Spiegelbild dessen, wie wir sind. Ja, das, ob das Verein, Partei, das, aber das ist interessant zu sehen, dass man im Kleinen und im Großen das alles gleich abläuft und alles gleich beschissen abläuft. Aber was unsere Demokratie, glaube ich, ausgemacht hat und ausmacht, sind gewisse Filter, die vor Verrücktheit schützen. Und diese Filter sollten wir, man kann sie neu definieren, aber man sollte sie nicht abschaffen. Also ich halte nichts von Schwarmintelligenz, ganz offen gesagt. Ich finde das sehr gefährlich. Und diese Filter haben ja auch dieses europäische Gesetzgebungsverfahren ist an sich ein Haufen von Filtern, die am Ende dazu führen, dass ein Gesetz entsteht, was ein Kompromiss von 100.000 Dingen ist. Aber es widerspiegelt oder spiegelt die Meinung von ganz vielen wider. Und das ist nicht verkehrt. Also die schlechtesten Gesetze, die es gibt auf dieser Welt, sind Gesetze, die in der Emotion gemacht werden. Bombenattentat, man verschärft irgendwelche Gesetze, um Dinge zu ändern. Ja, das ist nie gut. Es ist immer gut, wenn man sich mal Zeit lässt, darüber nachdenkt, genügend Leute
mit dir sprechen können und daraus sich etwas entwickelt. Das ist wichtig. Das ist wie das Drogengesetz in Holland, wo vorgeschlagen wurde, wenn du dir Pilze kaufen willst, kannst du gerne machen, aber erst morgen. Komm heute, sag, dass du es haben willst und dann morgen kannst du dir holen. Das ist vorgeschlagen. Es ist besser, als wenn jemand total besoffen um 3 Uhr ankommt und sagt, hier...